Hallo, willkommen bei Neugeschaff Wissen. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Kreis, aber auch eine Ellipse und sogar eine Spirale zeichnen könnt und das alles nur mit einem Faden. Viel mehr braucht man dafür nicht. Naja, vielleicht noch ein bisschen Papier zum Aufmalen. Ich benutze dann auch noch so Pinnwandnadeln und irgendwas, wo ihr die feststechen könnt. Ich habe dafür zwei Stück Pappe genommen, die ich aufeinander gelegt habe. Ein Stift braucht ihr auch noch. Ich zeige euch das mal hier genauer. Also, zwei Stück Pappe aufeinander, damit die Pinnwandnadeln auch den Tisch nicht kaputt machen. Oder ein bisschen Kork, wenn ihr das Ganze habt. Bei mir passt mein Papier ganz gut auf diese Pappe drauf. Damit alles nicht verrutscht, steche ich mir erstmal das Papier fest. So, und jetzt fange ich mit dem Kreis an. So ein Kreis, der hat ja so einen Mittelpunkt. Den steche ich mir mit hier dieser Nadel innen drin fest. Und jetzt habe ich mir schon mal Schlaufen gemacht. Hier aus diesem Band habe ich einfach zusammengeknotet, verschiedene Größen. Die kleinste Schlaufe, die benutze ich jetzt mal für meinen Kreis. So, seht ihr? Sieht schon irgendwie nach Kreis aus, wenn man so ein bisschen da das bewegt. Ich stecke meinen Filzstift da rein. Ich muss den beim Malen jetzt ganz gerade halten, damit nachher das Ende von dem Kreis auch wieder auf den Anfang passt. Führe den also einmal hier entlang und da habe ich meinen Kreis. Wenn der Kreis kleiner werden soll, macht da eine kleinere Schlaufe. Ich habe hier noch größere. Da könnte ich das hier auch mal ausprobieren. Das ist eine ziemlich große Schlaufe hier. Gehe ich mal rein. Die ist so groß, da ist mein Blatt gar nicht groß genug für. Aber auf dem restlichen Stück Papier wird es gut. Ich habe jetzt Teile von einem großen Kreis gemalt. So, das war der Kreis. Weiter geht's mit einer Ellipse. Jetzt gerade hatte ich ja in der Mitte einen Piekser stecken. Wenn ich jetzt aber zwei Piekser nebeneinander stecke und jetzt nochmal so eine Schlaufe nehme dafür, hier so eine mittelgroße, schaut mal. Wenn ich da schon mit dem Finger so entlang gehe, erkennt da schon was? Das Ganze mache ich jetzt natürlich auch mal mit dem Stift. Gehe ich dann hier so rein, wieder schön gerade halten. Ein Kreis ist es nicht. Es ist eine Ellipse. Es ist kein Ei. Ein Ei wäre an einer Seite spitzer, an der anderen stumpfer. Das hier, das ist eine tolle Ellipse. Und dann kann ich mir ja so überlegen, was ist denn, wenn ich die jetzt so ein bisschen weiter auseinander stecke? Diese zwei Nadeln. Nehme ich jetzt mal hier wieder den blauen Stift, gehe wieder da rein. So, der will so ein bisschen zum Filz runter. Da ist er wieder. Ja, dann wird die Ellipse schlanker und kürzer nachher auch. Also so habt ihr Ellipsen gezeichnet. Ihr könnt natürlich auch mal so einen großen Faden dafür nehmen, eine große Schlaufe, gleicher Abstand. Habe ich hier mal braun noch drumherum. Wie ist es damit? Komme ich natürlich höher, größer. Also größerer Faden, gleicher Abstand in der Mitte, wird eure Ellipse einfach nur größer. So, probiert damit mal was aus. Da könnt ihr schöne Ellipsen zeichnen. Weiter geht's mit der Spirale. So, wieder ein Blatt in der Mitte. Das Ganze steche ich mir fest an allen vier Ecken. Eine Spirale hat ja eine Mitte. Die kommt dann da schon mal rein. Und dann wird so eine Spirale ja immer kleiner. Deswegen werde ich jetzt hier den Faden am Stift festkleben. Das ist der Trick. Also, Faden über den Stift, am Stift mit einem Stück Tesafilm hier festkleben. Der bewegt sich da jetzt nicht mehr. Aber an meinem Pin, da kann der sich noch bewegen. Und ich kann den hier schön rund führen. Jetzt fange ich hier an. Oh, mein Papier ist ein Stückchen zu klein, macht aber nichts. Weil der Faden festgeklebt ist, wickelt der sich um meinen Stift. Und damit wird er immer kürzer. Und weil der Stift rund ist, wird er auch in regelmäßigen Abständen hier kürzer. Bis ich ihn hier nicht mehr bewegen kann. Außer, dass die Nadel gerade rausgefallen ist. Seht ihr? Ist das nicht eine prima Spirale? Um eine Spirale, eine Ellipse oder einen Kreis zu zeichnen, braucht ihr also nicht viel mehr als ein Faden, Pinnwandnadel, ein bisschen Tesafilm, Stift und Papier. Wer solche Experimente ganz gerne auf Karten haben möchte, als Kanalmitglied könnt ihr euch die Karten herunterladen. Die und viele andere Experimentierideen aus meinem Kanal.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, teilt es mit allen möglichen, die das auch interessieren könnte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.